Ich jetzt nicht. Mich jetzt nicht mal mag, aber. Das stinkt wie eine Tierhandlung, Alter. Oh Gott. Oh. Ich will gar nicht riechen. Komm, du riechst da jetzt dran. Denk mal an eine schöne Tierhandlung. Boah, den riech echt wie so eine Tierhandlung. Alter. Boah, ich nehme erstmal einen Schluck Wasser. Da ist noch alles drin. Es winkt gerade ein bisschen. Das sehen die ekelhaft aus. Nimm, mein Junge, nimm. Oma hat Kekse für dich gebacken. Ja. Boah, setz jetzt mal so richtig schön auf die Nase. Ich hab grad voll den Hieb genommen. Nee, einmal so richtig schön so. Das riecht aber voll gut. Die Tierhandlung 2. Der Raum daneben. Das ist ein Traum. Die Abteilung für Fischbutter. Das ist echt ein Traum. Boah, das schmeckt. Boah. Das ist Muff wie Sau. Das kannst du keinem geben, Alter. Boah. Das würde ich für Hunde zum Einschläfern nehmen. Boah. Das schmeckt voll gut. Boah. Kann ja nicht runter. Alter. Das kannst du gar nicht beißen, ey. Du musst aber den ganzen aufessen, ne, weißt du? Ja. Daumen hoch. Ganz schön. Daumen hoch. Ich kann mit so einem Daumen. Bam. Oh, der ist mir runtergefallen. Okay, warte. Also es klebt auf jeden Fall. Bah, das klebt. Hier. Das sagt schon alles, glaube ich. Ne? Also das ist wie so eine Fußleiste. Kot von haben wir mal so viel gekauft? Ich weiß auch nicht. Mal gucken, ob ich will über das ganze Bett verteilen. Und wie gut das riecht. Ja, wunderbar. Das riecht so gut, dass ich sofort frohlocken möchte. Alter. So sieht's aus hier. So. Ach, wenn ich mir die klar machen würde, hätte ich wahrscheinlich 50.000 Millionen Mädels am Hals. Die das filmen wollen wahrscheinlich. So, ich lass das mal lieber hier. Verdammt, ich darf keine Witze machen, sonst fange ich ja noch an zu lachen in heiterer Gesellschaft. So, ach, guck mal, hier haben wir ja schon so einen alten Sumpf. Da können wir uns ja gleich mal... Jetzt wieder mit dem nötigen Ernst, bitte. Oh, Sarazan, nimm doch mal die Hand von meinem Bein. So, warte mal. Die kann ich ja jetzt auch so machen, ne? Ach, super, guck mal. Lalala! 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 Jetzt wird mir keine Rutschung. Verdammte Scheiße, Alter. Er hat mir einfach... Werde ich hier einfach von hinten mit Chloroform betäubt. Jetzt hat er mir das Mikrofon... Ach! Der hat mir gerade das Mikrofon voll in die Nase gedrückt. Die ganzen Autogrammanfragen, die sind eigentlich von mir, die hier ankommen. Ach so. Ich habe extra verschiedene Wohnungen gemietet. Also alle beide sind von dir, das ist ja schön. Ein Traum. So, pass auf, da komme ich nicht hoch. Ja, siehst du, tatsächlich, manchmal bringe ich Glück, ne? Ja, das schmeckt bestimmt scheiße. Ist bestimmt nur Plastik. Ja, das so Kunstbäume. So ein scheiß Schneewittchenapfel oder... Das, was ist denn hier los? Wenn das Mikrofon gleich dumpf klingt, ist das Kotze. Noch ein Apfel. Muss mal leider beide drin liegen. So. Besser nicht. Vor allem deine rote Satin-Bettwäsche da. Vor allem deine kleine Wanderhand immer nachts, weißt du? Das macht mir schon ein bisschen Angst. Die kleinen Grabbelfingerchen. Das ist doch nicht meine Hand. Oh. Wieso hat denn der einen Fingernagel? Das ist gesunde Hornhaut. Oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt wird's 18 plus. Ich will meine Kohle. Also, du schuldest mir noch 5 Cent seit 2 Jahren. Ich hab hier noch so einen alten Gummibären. Was kann ich? Bängeln. Gang oder Head? Was? Was? Nee, ich hab nichts gesagt. Wieso? Oh mein Gott. Ach komm. Nimm deine Finger da weg.
So. Du bist echt wie so ein Kraken. Kraken? So, dir geht's gleich an den Kraken. So, warte. Das sind nicht meine Kraken. Ah. Also, jetzt. Wird witziger, wenn man zweimal bringt. Was? Nee, hab nichts gesagt. Kein Wunder bei den Bunnies. Oh Gott. Ach, ich darf ja nicht lachen. Wir sind doch hier im seriösen OP. Was machen denn die Schweine? Die werden ganz schön neidisch. Die stehen schon die ganze Zeit. Die wollen auch. So sieht's übrigens aus, wenn man mit einem Muffin an den Weight Watchers vorbeiläuft. Oh. Diese Axt-Schokoladenwerbung, ne? Genau so. Mit den Schoten. Der liebt mich halt, der gibt's aber nicht zu. Ja, das stimmt natürlich. Aber nur vor Geld. So, warte. Deswegen schulde ich dir doch die 5 Cent. Ja, genau. Ja, die waren bitter verdient. Bis aufs Blut, Alter. Mehr wollte er nicht haben, ey. Als ich ihm damals beim Berliner Bahnhof zu hoch ausgelassen habe. Dafür, dass ich auf dem Schulhof mal gesagt habe, wir werden befreundet. Damit du auch mal cool bist, weißt du? Ach scheiße, ich darf ja nicht lachen, da kommt die dreckige Lache wieder, weißt du? Flieht ihr Narren! Erstmal sehen, was Penny hat. Das ja, da muss man, verstanden, wie ich da muss man echt schon richtig dämlich sein, um darüber zu lachen. Oh scheiße, wir lachen. Ja. Manchmal verspüre ich einfach diesen Weltschmerz, weißt du? Bestenfalls, weil sonst gibt's Schubrakete, weißt du? Bist du plötzlich 13 Mal weiter, einfach. Huch. Ja, schön. Was genau wollen Sie mir damit sagen? Ja, jetzt habe ich ganz leise, habe ich gerade heimlich gelacht. So, Bitte hör auf. Nein, ich lache überhaupt nicht. Ja, ich würde sagen... Ich kann Ihnen nicht folgen. Ist das ein gutes Zeichen? Ach, ist das schön. Ich habe übrigens noch einen Song für euch übrig. Das ist der absolute Knaller. Ich habe noch einen Song für euch übrig. Es ist nur, dass meine Übelkeit sich gelegt hat. Aber nun schmecke ich Metall und sehe Punkte vor meinen Augen. Ich fürchte, dein Gesinge ist so schlecht, dass ich einen Schlaganfall erlitten habe. Ja, Entschuldigung. Ich wette, Sie haben Tonnen cooler Piratengeschichten auf Lager. Du hast kein Schiff. Jeder echte Überlichtgeschwindigkeitsreisende wüsste, dass die Umkehrung der Polarität eines Ionenflussfeldes in einer sich expandierenden Tachyonenwelle resultiert, die wiederum eine Neutrinospur hinterlassen würde, der man aus der Anomalie folgen könnte. Was ich sagen wollte war... Ach, wie schön. Ich bin hier gerade einen am Zurechtgrinsen. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht laut loslache, um das Gespräch ja nicht irgendwie zu übertünchen mit meinem... Ha-ha-ha-ha-ha-ha. So, auf jeden Fall, ich bin auf der Suche nach den goldenen Stäben. Wenn du mir einen besorgst, bringe ich dich zur Totenkopfinsel. Es ist manchmal wirklich schwer, nicht einfach loszulachen, wenn man Monkey Island spielt. So, also, wir suchen jetzt einen Haufen Kompost. Naja, oder... Hilfe! Hilfe! Was? Aber... Damals hatte ich nicht mal, ja, was eigentlich? Niveau. So, egal. Was haben wir denn hier? Ich speichere aber vorher mal. Nenn ich es mal Aftersave. Nee, ich möchte gerne eine Pommes. Over. Oh. Ich bin die Zahnfee. Ich habe gar keine Zähne. Ja, das liegt an diesem Basie, den er in der Hand hat. Ja. Sag mal, ist der eine eigentlich ein Mann oder eine Frau? Jetzt ich hab keine Ahnung. Du meinst den rechten, ne? Beim linken ist ja klar. Das ist irgendwas Androgynes. Brüste. Mag ich nicht mehr, dass ich nicht mit Günther zusammen bin. Ja. Ja, jetzt. Also, wie schlecht ist denn das eigentlich? Keine Arme, keine Beine, machst du keine Führerscheine. Ha, ha, ha. Da falle ich doch nicht drauf rein. Haha, ha. Scheiße, hier hätten wir uns gut positionieren können. Ah.
Scheiße, ich sehe überhaupt nichts. Nein! Wir sind ganz tief nach unten gefallen, glaube ich. Scheiße, ich habe keine Fackeln mehr. Da oben müssen wir hin, glaube ich. Moment. Also, hello. Ach nee, hier oben. Hello und noch ein paar andere von Sierra Online damals haben sich jetzt zusammengetan und machen auch ein Crowdfunding, ähnlich wie Ron Gilbert und Kollegen, und wollen... Nein! Scheiße. Ach du schöne Scheiße, das darf doch nicht wahr sein.